Ich patrouilliere durch die Gegend, ich laufe die ganze Zeit links und rechts lang. Oh, weil irgend so ein Idiot sich entschließt, auf dem verdammten Dings hier rumzureiten. Native Fortress, okay. Was stimmt mit den Leuten nicht? So, wieder so ein Level, okay. Oh, Tussi-Symbol. Wir haben schon ein Drittel des Levels abgeschlossen, nehme ich an. So. Hoffentlich taucht nicht so ein Schildtyp auf, weil sonst bin ich dran. Verdammt, weg! Langsam. Rieselt der Schnee. Und Checkpoint. Und zack. Jetzt bin ich nicht mal verrückt. Ich möchte mal wieder so einen Edelstein haben. Also gesagt, ich mache das nicht, weil wenn ich schon die Chance habe, dann lasse sie mich nutzen. Boah, tut sie so wohl. So, das habe ich jetzt noch. Jetzt wird das wieder schwieriger. Nicht schon wieder. Nein. 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 Man kann bestimmt schon wieder hören, irgendwie, wie ich an meinen Controller am Rumkneten bin. Also ja. Da wird ein Spaß. Ohne Analog! Ich muss sagen, dass ich da runterfallen, ne? Oh, okay. Nein, 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 es kommt wieder so ein Bastard um die Ecke und ich hasse diese Schilde mehr. Sind die einzigen, die mich irgendwie umbringen, kann das sein? Im letzten Level stand ich auch blöd durch die Gegend. Was? Achso! Das ist ein Jump'n'Run, das spielt man von links nach rechts. Dessen sollte ich mir eigentlich schon seit, weiß ich nicht, 10, ja länger, 15 Jahren irgendwie so meiner Zockerkarriere bewusst sein. So. Ich kann da irgendwie nur lachen, ganz ehrlich. Boah. Boah, Hilfe. Na, Checkpoint, das finde ich gut. Wahrscheinlich der einzige Let's Player, der irgendwie, weiß ich nicht. Nein! Hör auf damit! Geht mir auf den Nerven, verdammt. Oh Mann. Ja, blab. Oh Mann. Du willst eigentlich verarschen, ich treffe das doch. Nein, meine Augäpfel, meine Schuhe, die brauche ich noch mal. So. Ja, zwei Leben dazu gewonnen, das war es irgendwie wert, hoffe ich. War ich mal wieder zu gierig, ob man hat ein Leben überhaupt haben kann. Ich weiß es nicht. Wupp. 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 Ja, und ich hätte auch überlebt. Warum habe ich nicht überlebt? Komm runter, komm runter. Versuche er mich zu durchbohren. Oh nein, schon wieder so weit. Oh, Tussi-Symbol, das dritte. Und wer da oben ist nicht das Ende des Levels. Sonst schrei ich. Innerlich. Oh Mann, jetzt habe ich schon wieder dadurch, kann das sein? Oh, nein, ich komme direkt hier raus, okay. Mann! Was ist das? Nein. Nein.
Also jetzt, wenn ich es aus irgendwelchen mysteriösen Gründen schaffen würde, die ganzen Edelsteine und so offscreen zu holen, da wird mir kein Schwein glauben, so wie ich hier spiele. Jetzt, wenn ich das schaffen würde. Boah, muss da immer ein zweites Ding noch sein. Ja, soll ich denn da rüberkommen, hallo? Da muss ja immer nur so ein zweites Ding sein. Kann ich nicht einfach von hier aus zum Ziel? Ich kann mich hier kaum auch balancieren mit dem verdammten Steuerkreuz. Ich habe mir geschworen, nie das Spiel verantwortlich zu machen, wenn ich scheiße spiele. Aber wenn sowas passiert, ne? Kann ja mal im Spiel liegen, weiß ich nicht, aber das ist jetzt nicht so. Das wäre so lustig gewesen, wenn ich da runtergefallen wäre. Jetzt. Verdammt. Lecker Mio. Da guck sie. Mann, bin ich ein Noob. Ma! Sag mal. Die Geräusche. Oh Mann. Oh, da geht's noch weiter. Oh, leck mich. Was? Okay. Cool. Sehr cool. Ist doch mal geil gewesen. Aber wie lange ist denn das Level noch? Aber wäre ja auch so einfach gewesen, wenn ich hier einfach so durchrushen würde, ne? Wäre ja langweilig gewesen, also ganz ehrlich. So. Au. Wo komme ich jetzt wieder raus? Ja. Wie lang ist denn das Level hier noch? Au. Pff. Ey, ich bin jetzt schon, glaube ich, viele erdenklicherweise gestorben. Das ist jetzt. Ja, ja. Oh Mann, warum soll ich das Spiel nochmal spielen? Ich hasse es. Ich bin schlecht, deswegen hasse ich es. Logische Schlussfolgerung. Das Spiel ist schuld, nicht ich. So richtige Retard-Logik irgendwie. Nein. Ja. 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 Nein. Ja. Ha. Das Leben, das ich hier schon wieder bekommen habe, schon wieder weg. Oh, ich kann so heulen. Ich setze mich gleich da in der Ecke hin und dann heule ich. So, und jetzt. Kann das Level mal bitte zu Ende sein? Ich möchte den Part auch gerne beenden jetzt. Was? Ey, sag mal. Haben wir es jetzt bald? Die erste Folge war so 15 Minuten lang. Ja, vielleicht schneide ich auch, keine Ahnung. Ja, ich glaube, schneide. Haben so 15 Minuten Parts oder so, weiß ich nicht. Wie soll ein Mann da durchkommen? Das war doof. Ja, das wird geschnitten, glaube ich.
natürlich auch ein bisschen weiter noch zocken. Da hat er gesehen, ich habe mich nur einen Zentimeter bewegt und mich dabei gedreht. Und ich laufe noch ein bisschen weiter. Sag mal, jetzt werde ich ungeduldig. Ich muss aufhören damit. Ich dachte, ich würde so viele Level horten. Ja, vielleicht komme ich ja noch in das Spiel rein, weiß nicht. Zack. Blub. Crash denkt sich auch noch, auf so viel Crash war ich nicht vorbereitet. Stand jetzt nicht so in meinem Vertrag von Naughty Dog. Ja. Weißt du, wie viel Level 6/7? Schalt mich noch gut, ne? Glaube ich, meine erste Game Over kommt. Wenn ich auch noch ein einziges Mal hier offscreen irgendwie Leben farmen muss, ne? Er hat halt komplett irgendwie den Sinn dieses Let's Plays hier ruiniert, weil ich wollte eigentlich nicht mehr so viel offscreen Vorbereitung machen wie bei meinen anderen Spielen hier aller Rollenspiele, wo ich offscreen wie bekloppt gegrindet habe und so und Sachen herausgefunden habe und so. Das wollte ich ja dieses Spiel eigentlich nicht machen und ich habe jetzt keine Lust mehr da irgendwo runterzufallen. Kannst du nicht deine Bazooka rausholen, die du im dritten Teil hast? Dann ballern wir einfach, als ob ich Ball auf die Stachel, da bringt's voll. Ey. Ich gehe ja bei ihm scheiße kaputt. Nee. Das erste Kommentar, das zu diesem Video kommt. Mann, bist du schlecht. Nicht so, ich weiß. So, jetzt aber. Werde ich locker rüberspringen können. Und zack. Zack, so. Und Hepsala. Und nicht runterfallen. La. So, und jetzt kommt gleich die Stelle, glaube ich. Oh nein! Oh nein! Wie, das wird hier so ein Trend in dem Spiel. Mit den Dingern. Oh, sieht da viel Leben. Als ob das Spiel gewusst hat, ey. Boah, der wird dir so verrecken, der arme Bastard. Ist da vielleicht so ein Tussi-Symbol? Ne, ich bin auch schon, glaube ich. Nein, 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 nein. Das ist mir jetzt nicht wert. Ich mache schon vieles, aber das ist es mir nicht wert. Das ist mir das wert. Mann, hör auf damit! Dann kann man es auch machen. Es geht gleich der letzte so runter. Nein. Ey. Also habe ich die Schnauze voll von dem Level. Boah. Ihr könnt nicht, Leute. Ich gehe nach Hause. Werde ich gleich sagen, ja. Habt ihr gesehen, was ich gemacht habe? Ich habe gerade meinen Kommentar gespoilert. Boah. Oh Gott. Okay. Ja, ob ich in dem Spiel noch gut werde? Ne. Da versuchen wir es noch einmal. Ein Leben. Sehr gut, das war's wert. Noch ein Leben, das war's auch wert. Ich habe alle meine Leben wieder zurückbekommen. Geil. So, ihr kennt mich, Leute. Ich gehe nach Hause. So, das sind jetzt dann 2 15-Minuten-Parts. Die daraus entstehen. Oh! Okay, perfekt, dann sind wir auch direkt in der nächsten Welt, sag ich mal. Alles klar, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Crash Bandicoot. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.